Wir haben den Banner letztes Mal gefunden, aber zusätzlich auch noch mal ein bisschen was über 6 Drachenschwänze erfahren. Vielleicht kann uns er ein bisschen mehr darüber erzählen. Lass uns mal nachfragen. Oh, wie wundervoll! Ihr habt das Bahngesellschaftsbanner gefunden. Ja, auf jeden Fall. Bravo! Hurra! Tausend Dank! Ich möchte euch etwas zeigen, wenn ihr bitte mitkommen würdet. Aha, dachte ich mir. Oder? Ja, das ist nicht das, was ich sehen wollte. Ein wundervoller Anblick, nicht wahr? Der Bahnhof erstrahlt in altem Glanz. Er ist wieder der Nabel der Welt. Really? Ich meine, hey, yeah. Dafür haben die jetzt in der Folge komplett drauf gearbeitet, dass das passiert, aber... Ja. Ich weiß nicht, ich will ein bisschen mehr wissen. Du kannst jetzt mit dem Zug zu Inseln in der Nähe fahren. Aha. Also neue Inseln haben wir jetzt freigeschaltet. Cool. Das ist eine reife Leistung, aber nur der erste Schritt. Es gibt noch jede Menge anderer Bahnhöfe. Die gute Nachricht, die Endbahnhöfe auf den 4 anderen Inseln neben den Drachenschädel sind alle noch betriebsbereit. Die schlechte Nachricht, keiner der anderen Bahnhöfe ist mit Energie versorgt. Bringt jeden Bahnhof, den ihr findet, auf Vordermann, dann erstreckt sich die transdrakonische Eisenbahn wieder bis in jeden Winkel der Welt, wie zu ihren Landzeiten. Okay. Klingt, als könnten wir noch einen ziemlich vielen Orten nach Schätzen suchen. Das ist ja alles schon gut, aber vergesst auch nicht, die 7 Steine zu finden. Just a moment. Einen Moment bitte. Wenn ihr Schätze sucht, solltet euch bewusst sein, dass ihr dieses Ziel ganz bestimmt nicht als einzige verfolgt. Ja, das stimmt leider. Es gibt die Silfanianer und natürlich auch Silberbeins Truppe, aber ihr habt es noch mit einer ganzen Schar anderer Schatzjäger zu tun. Wirklich? Also die da oben, die kennen wir ja schon. Silberbein. Silfanianer, ja, okay, ich schätze, die könnten auch Gegner werden. Aber hier sind ja 3 Truppen. Und ich denke... Warte mal. Sind das wir hier unten links? Oder ist das ein komplett anderer Trupp? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann diese Leute nicht ganz erkennen. Und offen gesagt fürchte ich, dass ihr dafür nicht genügend Personal und Ressourcen habt. Herr Blechheimer hat recht. Unsere Rivalen sind ganz klar stärker als wir. Also müssen wir einen Zahn zulegen. Auf jeden Fall. Zum Glück habe ich aber schon einen Plan. Ihr beide könnt euch doch mit Monstern anfreunden, oder? So wie ich es verstehe, haben sich einige unserer Rivalen mit Monstern zusammengetan, um die Schätze gemeinsam zu suchen. Also dachte ich mir, dass auch wir das tun sollten. Wenn ihr ein Team aus Monstern zusammenstellt, die auf Schätze aus sind, haben wir nichts zu befürchten. Ja, macht total Sinn. Meine Güte, war das einfach wirklich eine gute Idee von dir? Ich bin beeindruckt. Oha. Ein Schatzjäger-Team klingt sehr gut. Die Frage ist nur, wie wollen wir uns nennen? Welche Ideen, Eric? Wie ein Name? Gib einen Namen für dein Team ein. Schatzschnüffler, nein. Muss ich das mit Tastatur machen? Ja, ich muss das mit Tastatur machen, okay. ein Name für unser Team. Das kam mir zu unerwartet. Ich habe nichts vorbereitet, Mann. Damn! Okay, lass mich überlegen. Ich habe eine nette Idee. Wie wäre es, wenn wir uns die Drachenbande nennen würden? Wir sind eine kleine Bande in einem Dragon Quest Spiel. Also Drachen, Mission, Dragon Quest, Drachenbande. Ich finde, das macht Sinn. I like it. Ha, gefällt mir. Von nun an ist unser Team also Drachenbande. Yeah! Ja, warum nicht? Mir ist nichts eingefallen. Besser als nichts. Und hey, da ist unsere Flagge. Nee, die ist nicht grün, die ist blau. Okay. Yeah! I hereby declare this. Our gang's brand new base. Listen up. This world's full of treasure and it's ours for the taking. Let the treasure hunt begin! Ja! Hurra! Ich weiß, ich habe letzte Folge gesagt, jetzt geht's richtig los, aber ich glaube, jetzt geht's richtig, richtig los. Basiserbauer! Eric und Mila haben jetzt ihr eigenes Schatzjäger-Team namens Drachenbande. Jeder Schatzjäger, der was auf sich hält, braucht einen Tresorraum, in dem er seine Beute lagern kann. Hat Porkus nicht versprochen, einen Tresorraum für uns vorzubereiten? Schauen wir doch mal, wie weit er ist. Okay. Schauen wir doch mal. Soweit ich weiß, ist er hier hinten.
So, wie sieht's aus? Haben wir hier was? Was ist das denn? Schau mal hier. Ist das nicht sogar... Ich dachte gerade, die Augen verfolgen mich. Ist das nicht sogar dieser Schatz von unserem rosa Schleim oder was ist das genau? Ah, da bist du ja. Also, was hältst du davon? Man soll sich ja nicht selbst loben, aber ich finde, unser neuer Tresorraum ist ziemlich grandios. Jetzt müssen wir ihn nur noch mit Schätzen füllen. Du hast jetzt Zugang zum Tresorraum! Ja, hoffen. Ist meiner. Oh, und während du unterwegs warst, war ich so frei und habe deinen Schatz begutachten lassen. Ach ja? Diese Ranzoomung und dann... Es leuchtet so und dann dieser ganz leichte Sound. Ein funkelndes Juwel, das unter Schleimen und dergleichen Monstern heiß begehrt ist. Schleimjuwel. Für mich hier so ein bisschen wie bei Junktopia, ehrlich gesagt. Gutachten, 320.000 Gold. Und eingetretene Burgmauer. Crazy, 70.000. Eine Wand aus der Burg Samoxwa. Die viele Male eingetreten und wieder repariert wurde. Okay, wo habe ich die her? Cool. Alles klar. Jetzt sagt mir aber nicht, 100% bedeutet hier alles zu sammeln. Das ist ein bisschen viel. Ich weiß, 7 Steine sollen wir sammeln. Das ist so die Main Quest, wie so die Orden sammeln, Pokémon, wie nachdem. Verlorene Kleidungsstücke gibt es noch. Genauso wie historische Gegenstände und ikonische Gegenstände. Wahrscheinlich so Retro-Items. Ah, und hier gibt es dann die verschiedenen Kategorien. Außerweltliche Objekte, die Wand, okay. Eine Wand gibt es nicht in unserer Welt. Und Monsterjuwelen. Ha. Das kann eine Weile dauern, bis wir hier fertig sind, du. Kann auch werden. Alle Schätze, die ihr findet, werden hier im Tresorraum gelagert. Je mehr Schätze ihr sammelt, desto größer wird eure Mannschaft. Und je größer sie ist, desto einfacher wird es, noch mehr Schätze zu finden. Also das heißt, wir können noch mehr Monster damit nehmen, oder wie? Ich habe schon mal angefangen, einige Schätze zu präsentieren, aber ihr könnt natürlich gerne nach Belieben Sachen umstellen. Ja, nee, kein Problem, passt schon. Right. Also, es wird höchste Zeit, ernsthaft mit der Schatzsuche zu beginnen. Der Zug wartet. I guess so. Ja, I guess so. Machen wir weiter. This is worth remembering. Ein Traum von einem Tresorraum. Platziere deine Lieblingsgegenstände, wo du willst, und ja. Aber wo ist denn jetzt das Tor, was er gemeint hat? Diese zerbröckelte Wand. Oder habe ich das noch nicht aufgestellt? Untersuchen. Entfernen. Aha. Warum ist das der Screenshot-Button? Oder ist das Minus? Das ist Minus, okay. Sieht aber da unten aus wie der Screenshot-Button. Egal. Ja. Haben wir mal einen guten Fortschritt gemacht, Freunde. Warte mal. Unser Team sieht gerade so aus, ne? Ich würde tatsächlich unser Team mal ändern. What is it? Na, was gibt's denn? Lass mal Team umändern. Ja, wie willst du deine Party? Ah, wen tue ich hier weg? Wichtiger Gegenstand oder Rüstung? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich tue mal Klebhart weg. Ist zwar ein geiler Name, aber... Ich würde mal einen der neuen reintun. Ich glaube, Schatila finde ich ganz cool. Schleichen? Sprinten? Abheben? Gleiten? Aha. Dann würde ich vielleicht lieber Wurzeline haben, um schneller unterwegs zu sein. Dann nehmen wir erstmal Schatten. Einfach nur so, weil ich die cool finde. Was, wie möchtest du den verlassen? Ja, ich. Ja. Achso, bestätige muss ich gucken. Abheben! Ja, weiß ich doch. Hä? Good to know. Schleichen, okay. Mit der Spezialität Schleichen kommst du unbemerkt an Feinden vorbei. Sie kann außerdem nützlich sein, um in besonders enge Räume zu gelangen, die du mit Hilfe der Hocke nicht erreichst. Ach, sowas gibt's auch. What is it? Okay. Also ist das eigentlich super wichtig fürs Erkunden, diesen Typen mitzuhaben oder generell jemand mit Schleichen. Und da hinten wartet der auf uns. Cool. Ja, die warten generell unsere Freunde. Oh, nett. Okay, wo geht's weiter? Ich kann kaum Worte fassen, wie sehr es mich freut, dass ihr euch so ein Zeug legt. Okay, also wir sollen einfach losgehen. Ja? Na gut. Gehen wir auf Erkundungstour, Mann. Jo. Bin ready. Let's go. Let's go, da bist du ja. Bereit für die Schatzsuche? Not so fast. Ah, nee, nicht so schnell, ihr beiden. Es fehlen immer noch ein paar Leute, also sollte einer von euch hier bleiben. No doubt. Allerdings, ich will mir gar nicht vorstellen, was passieren würde, wenn der Bahnhof ungebetenen Besuch bekäme, während ihr beide unterwegs seid. Oh.
Oh, ich hätte mich so auf das gemeinsame Erkunden gefreut. Aber trotzdem ist es wohl besser, wenn nur jeweils einer von uns loszieht. Wer soll zuerst gehen? Geh du zuerst, Schwesterherz, oder ich geh zuerst? Ich geh zuerst, Mann! Schwesterherz! I guess. Okay, ich bleibe hier und halte die Stellung. Sag Bescheid, wenn du tauschen möchtest. Wer this in mind? Dein Name bist du. Sprich mit deinem Geschwister in der Basis, um den Charakter zu wechseln, den du steuerst. Du kannst bei deinem Favoriten bleiben oder regelmäßig wechseln. Das liegt ganz bei dir. Nicht vergessen, wir tun, was wir können, um euch zu helfen. Right. Allerdings, tatsächlich haben wir ein ganz bestimmtes Talent, das ihr bestimmt nützlich finden werdet. Wir besitzen die Fähigkeit, vorherzusagen, welche Arten von Schätzen ihr findet. Das machen wir immer, wenn ihr in den Zug steigt. Come on! Okay, auf geht's! Zeigt mal alle Schätze ein, die wir auf der Suche nach den 7 Steinen finden können. Ich bin der Meinung, wir sollten uns ein Ziel setzen. Was hältst du davon, Schätze im Wert von 500k Goldmünzen zu finden? Klingt für den Anfang doch ganz gut. Let the hunt begin! Alles klar, möge die Schätzsuche beginnen! Was für ein Sound? Wuhu! Du kannst nun alle möglichen Missionen in Angriff nehmen. Krass. This is worth remembering. Die Hauptmission. Zuallererst solltest du versuchen, die Hauptmission zu erledigen. Wenn du natürlich noch Zeit übrig hast, kannst du alle möglichen Schätze finden, indem du auch andere Missionen in Angriff nimmst. Also Hauptmission ist natürlich... hier, überlegt sie mir das auch. Gemeinsam... Was? Eric und Mida finden heraus, dass sie mit der Eisenbahn auf andere... Ja, genau, auf andere Inseln gelangen können. Wir suchen nach Schätzen. Dazu müssen sie an einem Bahnhof aus dem Zug aussteigen. Und dann den Truhendetektor nutzen. Okay. Hier haben wir scheinbar Eisenbahnmissionen. Ich glaube, das sind einfach nur 4 Orte finden. Und... Aha. Von Captain Levanta, Prinzessin Anemone, Brisela und... Schatiers und Schwarte, die beiden aus dem Anfang. Da haben wir wohl auch noch... Aufgaben von denen. Ja, ich werde natürlich versuchen, so viel wie möglich zu machen. Ich werde aber hier nichts versprechen. Je nachdem, wie viel Spaß ich am Ende habe. Ne? Aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, ich möchte doch lieber mit Mida spielen. Sorry, Schwesterherz. Ja, okay. It's my turn now. Bye, bye. Du passt dir gut auf die anderen auf, ja? Haha, hier komme ich. Genau so. Was ist eigentlich die 2 da unten? Hier wird es nicht angezeigt. Wir haben unten eine 2. Und vor allem fehlt uns immer noch ein Platz im Menü. Seltsam. Aber okay. Dann reisen wir mal. Einen guten Schnitt machen. Du kannst einen goldenen Schnitt für jede Insel auf der Liste der Zielorte im Bahnhof nachsehen. Ein höherer Wert bedeutet, dass deine Monster Schätze leichter aufspüren können. Also solltest du dich auf die Insel mit den höchsten Werten begeben. Um deinen goldenen Schnitt zu verbessern, solltest du Monster auswählen, deren Lieblingsschätze sich mit der Schatzprognose für die jeweilige Insel decken. Was? Schnursula und Porkus verraten dir, welche Schätze es auf jeder Insel zu holen gibt. Nutze diese Info, um die Schätze aufzuspüren, an denen du interessiert bist. Okay, also unten links die Insel scheint wohl nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben, an Schätzen zu haben. Mit unserem jetzigen Team. Ich würde vorschlagen, entweder wir gehen zu Hitzegrad. Denn da ist 75%. Oder wir gehen nach Winterteil. Das ist die Frage. Aber hier kriegen wir explizit einen Schatztipp. Also würde ich vielleicht hier hingehen. Hitzegrad, ich glaube, da gibt es einen vergrabenen Schatz. Dem Geruch nach gehört er zum Set Rüstungen 1. Okay. Schauen wir uns den doch mal genauer an. Ja, genau, was auch immer du gesagt hast. Stimme ich zu. Okay, Hitzegrad. Raue Felswände dominieren diese lebensfeindliche Feuerwelt. Ja, aus jeder Ritze Magma hervordringt. Ist hier aber nicht so einladend. Das Ausrufezeichen-Symbol. Ja, okay, da müssen wir weiter hin, ne? Verstehe. Und zu dem müssen wir hin. Ha, dich kenne ich doch. Du bist dieses Mädel, das die Endstation auf dem Drachenschädel wieder hergerichtet hat. Und dank dir ist der Hauptbahnhof Kalte Schulter auch wieder voll da. Also, pass auf. Ich heiße Klörmann und bin hier der Bahnhofsvorsteher. Ich dachte, ich komme mal rum, weil Blechheimer meinte, hier würde ein hilfsbereites Mädel die Bahnhöfe wieder aufhübschen.
Der gute alte Blechhammer. Er hat weiter für die Firma gearbeitet, als wir anderen schon längst die Biege gemacht hatten. Man kann ihn wohl den Anführer von uns Bahnhofvorsteher nennen. Ich kenne ihn jetzt schon echt lange und er hat sich kein bisschen verändert. Naja, kommen wir direkt zur Sache. Ich habe mich gefragt, ob du auch die anderen Bahnhöfe wieder instand setzen könntest. Auf dieser Insel gibt es noch zwei davon. Wenn du das hinkriegst, gibt es eine fette Belohnung. Jo. Ja, nice work. Coole Sache, Mann. Für jemanden wie dich ist das bestimmt ein Knacks. Also, die beiden anderen Bahnhöfe auf dem Hitzegrad heißen Feuerroter Forst und Heiße Höhen. Quatsch, jeweils mit dem... Was? Bahnhofvorsteher, aber mit Nummern statt Buchstaben geschrieben. Das ist Teil. Da sagt er dann, was zu tun ist. Lass dich wieder blicken, wenn beide Bahnhöfe wieder schnieke aussehen. Oh, das solltest du auch noch mitnehmen. Der Bahnhofvorsteher wird's brauchen, um die Bahn mit Energie zu versorgen. Oh, jetzt angesammelt. Er hält einen Brocken Sanguinid von Herrn Klammer. Achso, ja genau, die brauchen wir. Nice. Aber nur einen? Ich brauche mehr als das, wenn da zwei sind. Wenn du alles erledigt hast, wartet eine fette Belohnung auf dich. Versprochen. Also viel Glück, ich zeig dich. Oh, nochmal, siehst du den Aufzug da drüben? Der bringt dich ruckzuck runter ins Erdgeschoss. Verlassene Bahnhöfe sind über ganz Drakonien verstreut. Wenn du sie auf die gleiche Weise restaurieren kannst wie die Basis, kannst du mit dem Zug in entlegene Gebiete reisen und dir so Zeit und Mühe sparen. Alright. Können wir jetzt endlich mal anfangen mit dem Zocken? Ich schätze schon. Also ab nach unten. Und scheinbar haben wir wirklich jedes einzelne Gebiet theoretisch schon freigeschaltet. Nur ob wir da weiterkommen, ist halt die andere Frage. Aber das ist trotzdem schon mal ein Anfang. Und ich will mich hier mal ein bisschen umschauen, was wir denn so alles machen können. Wer bist du hier eigentlich? Guck mal, ein Flatti, ein Flatter. Ich hatte schon so lange keine Kunden mehr, dass ich den Laden fast zumachen wollte. Aber jetzt bin ich froh, dass ich hier geblieben bin. Nutz und kauf ein, was das Zeug hält. Smashing! Aha, bei dir kann ich also Kugeln holen, ja? Du hast einige Kugeln, Mann. Krass. Und Materialien. Okay, und ich kann auch verkaufen? Alles! Okay, also wir haben einen Shop. Ich weiß aber noch nicht, ob ich den wirklich gebrauchen werde. Deshalb ignoriere ich den erstmal. Und schau mich hier bei kalter Schulter ein wenig um und... What the hell? Was ist das denn für ein Kollege? Ist der nett? Hey! Hallo? Komm mit... Oh, er ist nett. Er ist nett. Das ist gut. Nein, nein, nein. Nö, nö, nö. Ich finde hier einfach kein gutes Herz. So eine Zeitverschwendung. Vielleicht stelle ich mir nur blöd an. Oh, na so was. Ein kleines Kind? Siehst du nicht... Dass ich beschäftigt bin. Mach denn, du verschwindest, bevor ich dir zertrete. Okay, doch nicht so nett. Ich meine, okay, greift uns nicht sofort an, aber nett war das jetzt trotzdem nicht. Aber vielleicht finden wir ja irgendwas Schönes, Nettes in diesen Kisten. Ich weiß nicht, man kann ihn kaputt schlagen, wie ihr seht. Oh, ja. Reisblüte, die brauchen wir doch. Eine Gabe nahrhafter Reis wird hauptsächlich zum Kochen verwendet. Okay, not bad. Und... Pikantes Pulver, ein kleines Häufchen eines hocharomatischen Küchengewürzes für Kochen. Alright. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Andererseits... Hier ist nichts. Ne, eigentlich muss ich hier lang. Hier sind nämlich zwei Wegpunkte, wo was Interessantes passieren kann. Da hinten sieht es interessant aus, das ist ein Gebäude, glaube ich. Und da? Ja, da auch. Das sind vielleicht Basen mit NPCs, die mir vielleicht weiterhelfen können. Schauen wir uns einfach mal ein bisschen um, ne? Unsere Monster sollten ja normalerweise Bescheid geben, wenn hier irgendwas in der Nähe zu finden ist. Also schauen wir erstmal. Ein bisschen erkunden kann ja nicht schaden. Das Spiel ist ja wirklich vollgepackt mit großen Open-World-Areas. Und hier ist ein Schatz irgendwo. Where can that be? Ah, sie kann das auch! Den Truhendetektor, ich dachte, das kann nur... Der Dude! Nur, wie ist er? Eric, ne? Schon wieder vergessen, man. Vorhin noch mit ihm gespielt und jetzt wieder vergessen. Oh, Schleimette wurde gebändigt. Oh, nice. Ha, ja. Bam, bam, bam.
Take this! Da kippt er um, wa? Take this! Boom! Hab nur drauf gewartet, bis er down geht. Oha, er kann aber auch schnell sein. Der Schatila. Der Quile. Der Schatila. Bam! Und Level Up für ihn. Ja, er braucht aber auch dringend. Ich muss wirklich noch aufholen, der Kollege. Solange kriegen aber die anderen auch noch mal ein bisschen was. Knallnuss! Ein Samen, der schon bei der leichtesten Berührung explodiert. Für Kugeln. Okay. Where could that be? Hey! Das ist wahrscheinlich da oben. Kann man da hoch? Oh. Das meinte ich gar nicht. Ah. Nein! Stopp! So. Ich wollte den Boing machen. Ja? Ja, doch. Yes! Man kann hochklettern. Hier ist es doch bestimmt, oder? Hey, it's close. Warm, wärmer, hi! Seine Monster geben dir Bescheid, wenn Schätze in der Nähe sind. Ja, ich weiß. Okay. Oh, jetzt bin ich wirklich nah dran. Wahrscheinlich ja in der Mitte, oder? Ja. Ja, ich weiß, in der Mitte. Offensichtlicher geht's nicht. Knister? Was ist denn vor? Kein Knisper, Knisper, Knäuschen. Hier wohnt keiner in meinem Häuschen. Jetzt, ausgraben. Ja? Musik geht immer weiter. Oh, coole Kuh. Ein Outfit? Du erhältst einen Schatz. Gibt es Outfits? Aber Belinda erhält den Schatz. Aber wir haben Missionen gemacht. Geh zur Basis zurück und lass irgendwas. Nein, wir gehen doch jetzt nicht zurück, hallo? Wir erkunden komplett den Ort, also nicht komplett. Sorry, dass ich sagen muss, aber ich habe jetzt nicht vor, jeden einzelnen Zentimeter mir anzuschauen. Vor allem, weil ich ja nicht hier. Wo war das, wo wir vorhin waren? Drachenschädel. Ach nee, aber ich habe ja doch kaum was gesehen. Aber jedenfalls, ich würde jetzt nicht jeden einzelnen Zentimeter ausmalen. Ich würde mir grob alles anschauen, ja. Das würde ich schon mal versuchen. Aber jetzt nicht jeden Zentimeter, das muss nicht sein. Breath of the Wild ist vielleicht anders, aber hier muss nicht sein. Du musst verschwinden, Draculyph. Cooler Name eigentlich. Aber er ist böse. Außer er will sich uns beitreten. Aber nö, eigentlich nicht. Muss aber sagen, was schlimme Stimme. Okay. Muss aber sagen, bisher ist das Spiel ziemlich easy. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass die Kämpfe vielleicht ein bisschen schwerer werden. Aber bis jetzt ja wirklich gar keine Herausforderung und ich meine, es wird bestimmt noch schwerer. Ich warte noch ab, aber ja, bisher ist es wirklich irgendwie easy. Und schau mal oben links. Bisschen wie in Mario Odyssey. Wir haben so eine Anzeige an Schätzen, die wir finden können. Oder sollen wahrscheinlich. Um hier mit dem Gebiet abschließen zu können. Und das sind ja nur 6 Schätze. Und hier ist ja schon der zweite irgendwo in der Nähe. Zumindest laut meinen Monstern. Ja, die sagen hier irgendwas. Wo denn? Vorne? Ja, einfach mal weitergehen. Und ein paar Monster! Schlechter! Ja, die Stimme kann manchmal nerven. Aber es geht eigentlich im Großen und Ganzen. Fledermausflügel! Das zum Fliegen verwendete Körperteil einer unglückseligen Fledermaus. Fürs Kochen, okay. Krumme Klauen! Die grausamen Greifer einer bösartigen Bestie! Für Kugeln. Hier noch mehr. Oh ne, komischer Knochen. Ein Knochen, über den sich Monster köstlich amüsieren. Wird so für Kugeln benutzt. Okay. Klingt irgendwie komisch. Bisschen auch eklig. Königsschleimette. Yo. Bosskampf. Also so ein Overworld-Bosskampf. Boah, da habe ich Bock drauf. Aber wir sind schon in der Nähe. Wahrscheinlich bei ihm, oder? Hm? Das ist hinter uns. Über uns. Hier. Du findest einen Schatz. Ja, wie denn? Wie? Ich finde einen Schatz. Boing. Ah, hier. Ohne Witz, diese Schleim-Ability, dass du hochspringen kannst, das ist super wichtig. Super wichtig. Das brauchst du fast immer.
Das Gleiten vielleicht nicht unbedingt, es macht es halt schneller, aber... Ja. Okay, keine Ahnung, was ich da gefunden habe. Aber was Tolles. Tragekapazität. Deine Monster tragen die Schätze, die du findest. Manche können mehr tragen als andere, was du berücksichtigen solltest, wenn du deine Gruppe zusammenstellst. Okay. Ah, deshalb steht da auch, wann Belinda erhält den Schatz. Wahrscheinlich ist sie jetzt voll, oder? Okay, gut, dass wir das jetzt wissen. Ich sollte mich übrigens mal heilen. Ich bin voll of Surprises, Mann. So. Passt. Du sollst mal sterben. Lass meine Monster in Ruhe, ja? Die machen alles für mich. Da muss ich die zumindest mal beschützen. Unter die Arme greifen. Und wie kämpfen wir jetzt gegen den Königsschleim, Matt? Hey, du da! Oh, weg. Ja, Angriff. Boah. Stachelkugel. Bam. Bam. Noch ein paar Steine. Ja. Yeah. Ey, das andere kleine Schleimbett, das greift mich mit an. Hast du ein Problem? Hey. Königsroller. Oh mein Gott. Ah. Sind zu Elektro, glaube ich. Ah, und Feuer, und Feuer. Ah, ganz richtig viel Damage gemacht. Nein! Wie tollpatschig. Werden deine Monster von einem Rivalenteam angegriffen, lassen sie manchmal ihre Schätze fallen. Hebe sie schnell wieder aus, sonst werden sie gestohlen. Monster, die mehr Schätze tragen können, neigen auch eher dazu, diese fallen zu lassen. Oh nein. An Allies. Okay, ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan. Bam! Boah, wie der da umkippt. Und da der Sarg. Alright. Dich soll ich auch mal wiederbeleben, ne? Ich hoffe, niemand klaut meinen Schatz. Oder er wird klauen. Aua. Hilf mir schnell, danke. Was? Du bist auch down? Okay, vielleicht war der Bosskampf keine gute Idee, aber komm, es war cool. Gibt es zu, das war cool. Warte mal, warum sind hier jetzt hier oben links nur noch 4 Schätze statt 6? Ach, oder bedeutet das vielleicht, wie viele ich tragen kann? Ja, okay, das bedeutet das. Alle können jetzt 2 tragen von meinen Teammates. Verstehe. Aha. Na gut. Auch nicht schlecht eigentlich. Ja komm, gehen wir weiter. Ey. Nicht kämpfen. Wollen wir weitermachen. Ja, ich hätte vielleicht wirklich meine Fledermaus hier, Dursti, raustun sollen. Und dann unser Schweinchen reintun. Kaminholz heißt der Ort hier. Weil das Schweinchen hat ja so einen Speedboost als Fähigkeit und das hätte ich wirklich gerne jetzt. Aber man ist wirklich langsam unterwegs und mir fehlt das irgendwie, dass man nicht schneller sein kann. Wisst ihr? Irgendwie fehlt mir das. Wieso nicht? Jetzt. Und du als nächstes! Ja, die Levels sind gut jetzt. Freue ich mich drüber. Killer-Tomate! Eine süß schmeckende Tomate zum Sterben lecker. Fürs Kochen. Ja, Mann, die Killer-Tomate. Oh yeah. Und du bist wahrscheinlich auch neu? Großer Stein? Nö, Feuerstein. Fred, Feuerstein. Wow. Ein großes, aufgebrochenes Ei. Zumindest sieht es so aus. Ist das überhaupt Teil des Gebiets hier? Nee. Ach, das ist unsere... Ah, unsere Drachenbande-Insel ist das. Die ist ja so... Das ist so die Schutzhülle von unserer Insel. Oh, wie cool. Oha. Crazy. Crazy auf jeden Fall. So, und ich sehe da hinten so einen Gegner. Vielleicht können wir einfach hier dran vorbei. Ich weiß ja nicht. Aber die Pilze habe ich vielleicht noch nicht. Ich muss checken, ob ich die schon habe. Ja, die habe ich noch nicht. Wie so eine Faust. Klappkäppchen. Ein Pilz mit der Form einer geballten Faust. Für Kugeln. Aha. Und hier vorne. Das hier. Diese Blume. Geheime Gewürzmischung. Ah, die suchen wir doch. Ein grünes Gewürz mit einer seltsamen, subtilen Schärfe fürs Kochen. Oder? Suchen wir die nicht? Hat das irgendwie in Erinnerung vorhin gelesen zu haben, zu versuchen? Keine Ahnung, Mann. Was weiß ich schon? Ich weiß doch gar nichts. Bin dumm wie Stroh, Mann. Dämmergras. Eine gespenstische Grassorte, die nur wächst, wenn niemand hinsieht. Fürs Kochen. Glitchkraut. Eine Pflanze, die so leicht ist, dass sie fast schon substanzlos zu sein scheint. Fürs Kochen. Okay, das ist wirklich interessant. Diese ganzen
Sachen, die man fürs Kochen benutzt, die bräuchte man mal im Real Life, glaube ich. Die sind nämlich so einzigartig und können lecker schmecken. Chaosbeere, ja, die sieht auch so aus wie eine Chaosbeere. Eine Frucht aus der Konversion und Konflikt nur so hervorquellen. Aha. Fürs Kochen natürlich. Und wo ist die Musik hin? Passiert was Böses, wenn Nacht ist? Ich hoffe mal nicht. Aber wir sind fast da an dem Punkt. Was? Ein hochgelämpftes Drakolyph hat einen gelben Namen. Wahrscheinlich bedeutet das, dass die jetzt krasser sind. Also sollten wir aufwachen. Heiße Höhen heißt dieser Ort hier. Überschallknaller. Mit der Überschallwolke. Sengender Klaps. Warte auch. Aua! Mich heilen. Schön. Habt ihr es immer noch nicht down? Ich fasse es nicht. Wie habt ihr das immer noch nicht down, das Vieh? Na gut, es ist Level 12. Wir sind alle nicht ansatzweise so nah. Eigentlich will ich auch nicht gegen dieses Vieh kämpfen oder das Vieh. Lass mal dran vorbeigehen am besten. Ah, jetzt schlafen manche Monster. Ah, und das bedeutet, ich kann mich in meinen Schatten verwandeln. Ach, und ich kann jetzt Sachen einfach so aufheben. Warte, was? Was war das? Nichts? Okay. Oh, Top Secret. Ja, leider kann man nicht die ganze Zeit dauerhaft in dieser Form bleiben. Wahrscheinlich wäre das zu OP, weil man sonst allem ausweichen kann, aber trotzdem schade. Hätte ich trotzdem gefeiert. Wow. Wer wohnt denn hier? Die Blume da hinten. Die leuchtet in ganz vielen verschiedenen Farben. Sieht nice aus. Knallnuss. Oh. Das ist, eigentlich ein Kaktus. Okay. Das hat was. Das hat was. Ich werde hier nämlich ganz viel Schaden. Muss aber aufpassen. Lavaklumpen. Eine mittlerweile abgekühlte Masse aus geschmolzenem Stein. Für Kugeln. Ja, okay. Haben die wahrscheinlich extra drauf geschrieben, damit man sich nicht fragt, wie kann man das halten? Bahnhof heiße Höhen. Und da ist der Typ. Da ist der erste Typ. Das scheint ein Bahnhofvorsteher zu sein. Der mechanische Vorsteher des Bahnhofs. Der Bahnhof hat schon bessere Zeiten erlebt, aber wenn du den Bahnhofvorsteher die richtigen Materialien bringst, müsste man ihn wieder instand setzen können. Ach, sind die alle nicht lebendig? Keine echten Viecher? Übergib Lavaklumpen, übergib Sanguinid, beides? Ich brauche mehr davon. Was? Wie kriege ich denn bitte mehr Sanguinid? Wenn du dein Abenteuer fortsetzt, stößt du vielleicht auf weiteres. Du kannst mit den roten Mineralvorkommen hier in der Nähe Lavaklumpen suchen. Okay, wo? Bei welchen? Das hier? Sind das hier das, was ich suche? Nee, rotes Juwel. Ein rotes Juwel mit kurioser Kristallstruktur. Für Kugeln. Kollege, flieg mal hier rüber. Okay, danke, Mann. Was? I like to swoop. Ah, hier ist ein Lavaklumpen. Jetzt habe ich sie. Ja, und hier wieder den hier machen. Ja, die nehmen leider Damage, wenn sie drüber latschen. Ich würde auch Damage nehmen, scheinbar. Aber ja. Oh, hey. Er freut sich. Er sieht, dass ich was mitgebracht habe. Ja. Bitteschön. Ja, das ist ja keine freaking Ahnung, wie ich Sanguinid bekommen soll. Also. What slime is it? Keine Ahnung, Mann. Gut, gehen wir erstmal weiter. Erkundigen wir uns. Vor allem mal ein bisschen. Wo könnte ich Sanguinid herbekommen? Wahrscheinlich von Schätzen, oder? Manche Schätze sind vielleicht Sanguinid. Teile? Herze? Oh mein Gott, Level 17! Wir sind alle Stufe 8 und einer 6. Nee. Nee, den Kampf machen wir nicht. Was? Fragezeichen? Wieso? Hier ein Gegner? Oh, hier ist ein Gegner! Und gar nicht mal so schwache. Also ich mache ja nur einen Schaden gegen die.
Ah. Okay, das hat geklappt. Was soll denn, warum mache ich so wenig Schaden auf die? Ja, das macht schon viel mehr Damage, ne? Schlimme Stimme. Nein, nicht die schlimme Stimme. Sie ist ja grässlich. Ich sag grauenhaft, bitte redet nie wieder. Das denkt sich auch manchmal bei mir. Oh, schaut hier das gleich down. Schnell, besiegen wir es, bevor das Ding noch ein Problem wird. Ist es tot? Nee. Hey, hau nicht ab, ja? Bleib schön liegen, Kollege. Nice. Was ist denn? Draculis-Medaille. Medaillen macht. In Drakonien gibt es mysteriöse Medaillen, die dir oder deinen Monstern nützliche Boni gewähren, wenn sie getragen werden. Medaillen gibt es in 4 Seltenheitsgraden. Bronze, Silber, Gold und schillernd, also shiny. Je seltener eine Medaille ist, desto mehr Vorteile bringt sie mit sich. Wenn du eine Medaille erwirbst, kannst du das Menü öffnen, um sie anzulegen. Aha, Medaillenmenü. This is useful stuff. Lege Medaillen an, um dir um deinen Monster zu einem Bonus auf bestimmte Werte zu verhelfen. Jede Medaille ist anders. Okay. Ja. Was kann ich hier auswählen? Das hier. Ah, das sind wie Orden. Ah, mehr Magie. Ob mir das hilft, keine Ahnung, aber okay. Goldmedaillenträger. Alles klar. Warum nicht, ne? Alter, wo sollen wir nochmal lang? Da hinten hin. Kommen wir denn da hinten hin? Kannst du mich hochschleudern? Ja, kannst du. Ja, ich schätze einfach hier entlang laufen, um da hinzukommen. Machen wir das einfach mal. Hoffentlich brauchen wir mal einen anderen Ding da hinten. Nicht so viel Sanguinid. Wir können das vielleicht direkt machen, die Mission. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen überfragt, was ich genau tun soll. Vielleicht habe ich mir den falschen Ort ausgesucht. Ich weiß es echt gesagt nicht. Aber eigentlich sind die ja nicht so krass hochgelevelt. Es geht noch. Finde ich. Ich habe mich ja beschwert, dass es so einfach ist. Und dann habe ich einen Bosskampf gemacht, da war es mir wieder zu schwer. Ja, ja, Jelly Happy Indeed. Genau. Boah. Also lustig finde ich das jetzt hier nicht. Genau, Treasure. Ja, da hinten sehe ich schon das Haus. Wir sind nicht mehr so weit entfernt davon. Okay, aber Nacht ist eigentlich ein Vorteil für uns, weil die Monster alle am Schlafen sind. Also eigentlich ist es zwar langweilig, in der Nacht rumzulaufen, weil da die Musik nicht spielt. Es gibt keine gute Nachtmusik, warum auch immer. Aber... wo kommen diese Effekte hier? Diese befeuerte Game. Ja, aber... trotzdem haben wir den Vorteil, dass... oh, das ist down. Dass die Monster am Schlafen sind und wir denen eher ausweichen können. Bitte nicht. Verdammt, wenn ich sterbe, habe ich Angst, was passiert. Deshalb können wir wahrscheinlich auch heilen. All better. Und du bist all gone, Mann! Take this. So, ihr macht das ohne mich. Yo! Oder no, Carol. Schön. Schleimett wurde gebändigt. Ach, den haben wir freigeschaltet gerade. Cool. Warum nicht? Ja. Wir sind da. Da vorne ist es. Das ist aber ein Königsschleim, gegen den möchte ich ungern kämpfen. Also sollten wir, wenn es geht, fliegen. Take off! Ja, das ist jetzt ein Vorteil natürlich, unseren Flatter zu haben. Und meine Haare klitschen durch und durch, nice. Aber trotzdem, ich glaube, ich würde trotzdem lieber wechseln zur Schnelligkeit. Tatsächlich. Aber gut, schauen wir erstmal. Feuerroter Forst. Hier scheinen wir richtig zu sein. So, mehr Knallnüsse für mich. Und eine neue Aufgabe. Auch für mich. Okay, was will der? Knallnüsse! Hab ich! Hier! 4 Stück nur, das wollen wir nicht. Und? Nur ein Sanguinid! Okay, hier hätte ich zuerst hin müssen, hingemusst. Verstehe. Machen wir. Und somit erlebt er wieder! Und der ganze Bahnhof.
gleich auf. Der Bahnhof Feuerroter Forst ist jetzt einsatzfähig und als Ziel auswählbar. Der Bahnhofvorsteher gibt dir zu verstehen, dass die Instandsetzung des Bahnhofs jetzt abgeschlossen ist. Ja, das finde ich ziemlich gut. Mission anzeigen. Hauptmission, möge die Jagd beginnen. Wir haben alles gemacht, was wir erstmal machen sollen, und jetzt sollen wir zurück zur Basis und unsere Schätze uns begutachten. Ja, ich bin zufrieden. Ich habe einiges mitbekommen. Was ist denn hier? Achso, das ist hier. Ja, ja, naja, mit dem anderen. Ja. Okay. Schauen wir mal kurz auf die Map. Ey, wir haben schon ein gutes Stückchen gesehen, oder? Wir sind ja einmal im Kreis gelaufen. Nicht ganz im Kreis vollendet, aber muss ja auch nicht. Okay, man sollte eigentlich hier lang gehen. Aber ich bin da lang gegangen. Ja, ist doch egal. Wir haben uns ein bisschen umgeschaut. Und. Mal kurz gucken. Wie groß sind denn die anderen Gebiete? Okay, das ist ein kleineres Gebiet. Kragenweiten ist ja riesig. Junge. Nee, warte. Was haben wir noch? Okay, Drachenschädel ist auch relativ groß. Na, okay. Es sind halt sehr viele von den Spitzen, wo man nicht rauf kann. Also eigentlich nicht so groß. Eigentlich haben wir schon fast alles gesehen. Nur die Tränenfälle noch nicht. Weil das hier kann man alles eh nicht wirklich betreten, würde ich mal sagen. Schatzprognose. 50%. 33. 75, ja. Und das ist das andere Gebiet. Boah, das ist aber auch riesig. Also eigentlich nur das nur Winterteil und Drachenschädel ziemlich klein. Die anderen sind groß. Huh. Na gut, genug gelabert. Ich würde sagen, wir hauen wieder zurück ab zur Basis. Wie uns beauftragt wurde. Ja, ich weiß, es gibt hier den Button zurückziehen. Das ist aber nur im Notfall. Also lieber den Button drücken im Menü, als komplett down zu gehen. Dann verliert halt all seine Schätze, die man dabei hat. Und das will ich natürlich nicht. Na komm, mach kaputt. Was ist wirklich drin? Rote Juwelen, okay. Should we get that treasure appraised? Ja, gehen wir zurück. Zur Drachenbande. Zurück. Mach mal Pause. Lass ein Like da. Da stand er natürlich. Back at last. Yippie, und der Frontio. Ja, Mann, du hast einen Schatz gefunden, ey. Wie cool. Schauen wir uns mal an. Wow, zwei Schätze. Na, vielleicht nicht so viel. Aber das will ich tragen. Das ist voll cool. Erdreck-Rüstung? Oder Erdreck? Erdreck oder... Ist es Erdreck oder Erdreck? Erdreck-Rüstung. Eine Rüstung, die so nass und weich ist, als bestünde sie aus Erde. 160k, 64 noch dazu. Okay, und das ist ein Flinkheitsring. Puh! Ein Silberring mit einem filigranen Federmotiv. 637.500 Gold. Yo! Was? Wie teuer ist der denn? Willst du mich heiraten? Ehrliche Einschätzung. Wenn du bei deinen Abenteuern einen Schatz findest, musst du ihn begutachten lassen, um herauszufinden, worum es sich handelt und was er wert ist. Wenn du einen Schatz findest, den du bereits in deiner Sammlung hast, benötigst du nur den, der im besseren Zustand ist. Versuche deinen Tresorraum mit Schätzen von höchstmöglicher Qualität zu füllen. Eieiei. Was plus 12%? Was heißt denn 12%? Okay. Cool. Ja, genau. 12%. Very good. Die Jagd nach Schätzen ist bestimmt oft eine Schufterei, aber einen Fund begutachten zu lassen und seinen Wert zu erfahren, ist die Mühe wert, möchte ich wetten. Wobei es lästig sein muss, jedes Mal zur Basis zurückzukehren und zurücklatschen zu müssen, um etwas begutachten zu lassen. Darum solltest du einen Chimärenflügel benutzen, wenn du mit Schätzen beladen bist und es eilig hast, nach Hause zu kommen. Apropos Chimärenflügel, zufällig habe ich einen für dich, hoffentlich wird er dir nützlich sein. Okay, was macht denn der? Ein unschätzbarer Gegenstand, der aus der Schwinge eines Monsters gefertigt wurde, ermöglicht es Abenteurern, zur Basis zurückzukehren, ohne Schätze zu verlieren. Zum einmaligen Gebrauch. Okay, werde ich nutzen, wenn ich nötig habe. Oh, bevor ich es vergesse, ich war so frei und habe ein paar tägliche Missionen für dich arrangiert. Ich dachte, es könnte deinem Team zugutekommen. Es sind nur kleinere Herausforderungen, aber es gibt jeden Tag neue. Natürlich fängt eine Belohnung für jede, die du absolvierst. Ja, die Dailies. Kann man machen.
Jedes Mal, wenn du einen abgeschlossen hast, solltest du auf dieser Anschlagtafel nachsehen, um eine Belohnung zu erhalten. Gegenseitige Zusammenarbeit hat ihre Vorteile. Okay, Daily Missions, die machen wir wahrscheinlich nicht. Kann man machen, wie gesagt. Aber ist jetzt... ein bisschen Overkill, glaube ich. Ich muss schon sagen, wenn du weiter in diesem Tempo Schätze sammelst, wird dein Team im Nu wachsen. Sobald du dann eine Reihe von Schätzen gefunden hast, dürfte der Weg vermutlich auch freigeräumt sein. Ich denke, du weißt, was zu tun ist. Okay, die Mission des Teams stärken, als aktives Team einstellen? Ziel einstellen? Ich schätze schon. Warum nicht? Das Team stärken wurde als aktuelles Ziel eingestellt. Gesamtwert gestiegen, über 1 Million. Wow. Okay, ich habe mehr erreicht, als ich dachte. Puh, Alter. Rangaufstieg. Wir sind jetzt Anfängerjäger als... Was schon vorhin? Noch Wind oder so? Du kannst nur Monster jetzt auf Einsätze entsenden. Mit Abklingzeit. Minus 10 und plus 10. Was? Du kannst Monster jetzt auf Einsätze entsenden. Herr Schlambrosius. Was? Herr Schlambrosius kann dir dabei helfen, deine Monster zu organisieren und in alle Teile Draconien zu schicken. Ah ja. This is useful stuff. Ich werde so überschüttet gerade. Sammle Schätze und maximiere ihre Kostbarkeit, um den Wert deines Tresorraums zu steigern. Erreicht dieser bestimmte Schwellen, steigt dein Team im Rang auf. Den Rang deines Teams zu steigern bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Zum Beispiel kannst du mehr Medaillen anlegen oder erhältst einen Bonus auf den Wert eines Schatzes, wenn dieser begutachtet wird. Okay. Banner ändern. Ja, okay, man kann mehrere Banner finden. Team umbenennen. Geschenkcode? Du wirst mit uns verbunden. Ja, keine Ahnung, ich hab keinen. Steige deinen Rang des Teams und schalte das hier frei, okay? Und Schatzliste. Was wir bisher haben. Okay, Freunde, es wird ja noch sehr spannend in dem Spiel. Also seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. What do you think? Willkommen zurück, Schwesterherz. Hör mal, können wir kurz reden? Die Sache ist die. Hier die Stange zu halten, während du auf Arbeit, auf Abenteuer ausziehst. Naja, das ist irgendwie langweilig. Und ich ertrage es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich brauche auch ein bisschen Spaß und Spannung. Also habe ich beschlossen, einige unserer Monster zu nehmen und ein paar Abenteuer zu erleben. So. Ich hatte mir schon gedacht, dass da etwas passiert und war so frei, mit Herrn Schlambrosius zu reden. Er hat kein Problem damit, wenn du ab und zu mal auf eine Expedition gehst. Sprich mit ihm, damit er erzählt dir alles weitere. I guess. Schlambrosius? Ach, er ist das! Okay. Schauen wir da in der nächsten Folge, was das genau bedeutet. Teamstärken, erreiche Teamrang 4. Okay, ja, in der nächsten Folge werden wir auch noch ein paar neue Gebiete erkunden. Und... ja. Leave it to me, sis. Take care.